Herzlich willkommen, Leute, zu meinem 38. Part von Let's Play Terranigma. Ja, nach dem missglückten Part 37, beziehungsweise was heißt missglückt? Es ist nicht missglückt gewesen. Der Gegner war einfach viel zu stark. Habe ich halt entschieden, beziehungsweise ich habe halt darüber nachgedacht, wie ich das am besten machen soll. Soll ich jetzt euch erstmal das zulabern? Ja, ich werde das so und so vielleicht mal. Da mache ich jetzt einen Schnitt oder sonst irgendwas? Nein. Ich habe mich tatsächlich entschieden und das habe ich auch im Hintergrund gemacht. Ich habe trainiert. Jetzt werden sich bestimmt welche fragen, ja toll, wie trainiert, wo trainiert vielleicht oder wie kann man am besten trainieren in diesem Spiel? Es ist ganz einfach. Also, ich habe wirklich tatsächlich lange, wirklich lange, so lang wieder jetzt auch nicht, aber doch, es hat gedauert. Theoretisch, ich habe Zeit gestoppt. Theoretisch wären es wirklich, sagenumwoge, locker fast 5 Parts gewesen. Fast. Also, ja, Pi mal Daumen, 5 Parts ungefähr. Und wir wissen alle bei mir jetzt, halbe Stunde geht ein Part. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe halt trainiert. Ich habe auch Geld gesammelt. Und so weiter. Ich werde euch selbstverständlich zeigen, wo ich trainiert habe, als kleinen Trick. Da kann man wirklich gut trainieren. Man muss halt immer wieder Map hoch und runter laufen und so weiter. Geht. Jetzt zeige ich euch mal. Baba, was seht ihr oben links? Richtig. Level 34. Und was sieht man rechts? Richtig. 40.059 Gold. Ja, das ist schön, ne? Also ich habe echt wirklich viel Nerven verloren wegen diesem Mist. Aber wir wollen jetzt nicht zu weit schnacken. Ich werde jetzt erstmal ganz kurz. Ich habe echt nur trainiert, also mehr ist da nicht gewesen. Ich werde euch selbstverständlich auch zeigen, wo ich trainiert habe. Wer ein bisschen aufgepasst hat in meinem letzten Part, da habe ich es nämlich erwähnt. Da bin ich aus dem Kopf vorbeigelaufen. Nichtsdestotrotz, es ist halt erstmal wie es ist. Ich hole mir erstmal die Rüstung. Und natürlich hole ich mir die Götterknollen. Die Rüstung, die gibt nur ein, aber ehrlich, das hat schon viel Wert. Und natürlich, ich werde erstmal noch speichern. Obwohl. Nee. Nee, nee. Brauche ich gar nicht. Ich mache hier das meistens jetzt mittlerweile über Quicksaves und. Aber ich nutze das jetzt aber auch aus, weil. Also ich habe hier gespeichert, also gespeichert sage ich schon hier. Ich habe hier trainiert, und zwar in Berugas Labor. Und zwar, wir erinnern uns alle, also zumindest die, die das wollen. Ah, komm schon, wie geht das? Wie ging das wohl gerade nochmal? Ach ja, genau. Oh, hört zu weit. Da, stopp, stopp, stopp. Wir erinnern uns alle, im letzten Part waren noch diese weißen Würfel. Und bei den weißen Würfeln, wenn du sie besiegt hast, kriegst du Unmengen an Geld. Wirklich, die ganz großen Dinger. Und trainieren kannst du da auch gut. Also da bin ich echt hin und her gelaufen. So. Wollen wir mal weitergucken hier. War das hier? Ich hoffe es mal. Ich laufe mal hier durch. Nee, das war der Laden. Obwohl, ach, Laden, ha. Ich muss da trotzdem durch. Wie kann ich helfen? Alles klar. Ich kaufe alles. Ja, muss zwar nicht jetzt. Ist ja noch nicht viel. Alles klar. Habe ich alles. Und anscheinend kann man die Kristalle auch nicht bei Berugas Labor. Oh, Waffen. Hat er noch irgendwas sonst wie? Oh, eine brillante Waffe. Stärke 51, ey. Ich die wähle. Ja, das geht schnell flöten. Unglaublich, aber wahr. Das ist echt nicht von schlechten Eltern. Aber ich habe, was habe ich? Habe ich jetzt nicht? Ah, die Schuppen, genau. Die muss ich ja natürlich auch ausrüsten. Oha.
Warte mal ganz kurz, das war jetzt wohl nichts. Utensilien, ach, Utensilien sage ich schon. Ja, es muss sein. Ich muss mich wappnen für den Gegner. Und wie gesagt, Level 25 war ich. Und witzigerweise, ich habe zwei noch drei Gegner bis. Drei Gegner, glaube ich, waren es sogar nur noch. Habe ich besiegt und dann bin ich schon Level 26 hochgestiegen. Das ging ganz ratzfatz. Ja, an wen? Ah, mein HP steigt auch. Alles klar, gut. Dann nehme ich doch nicht die Platinrüstung. Schade um das Geld, aber was soll ich machen? Erhöht geringfügig die Abwehr, ja. Stärke 51. Jetzt muss ich mal ganz kurz mal sehen. Abwehr 69,43. 69,43. Ich jetzt den nehme. Nein, oh, 69, 43. Ja, kann man damit leben. Ich lebe damit. Ich werde damit leben und halt eine Stärke drauf. Aber nichtsdestotrotz, ich will ja trotzdem hier zurück. Rüstung. Nee, Rüstung brauchen wir nicht. Der Markt, und zwar hier, den wollte ich ja befreien. So. Oh, zu groß ein Mist. Niemand will diesen Vogel kaufen. Ey, Kumpel, willst du diesen Vogel kaufen? Wird ein prima Händchen. Für 5000 Taler gehört er dir. Ich liebe Vögel. Ey, ich werde zahlen, aber du musst ihn voll freien. Cool. Mach damit, was du willst. Hauptsache, du bezahlst. Ich werde den Vogel später befreien. Alles klar. Habe ich jetzt bezahlt? Ja, ich habe bezahlt. 5000, ey. Alter, werde ich mein Geld los. So. Der Vogel soll frei sein. War es das, was du wolltest? Ja, das war's. Mehr wollte ich nicht. Um Gottes Willen, mehr wollte ich nicht. So. Jetzt wollte ich nochmal pennen gehen. Wo ist das Motel? Das war hier. Ja, genau. Ganz kurz meine Energie wieder auffrischen. Hallo junger Mann, willkommen in Liberita. Eine Übernachtung kostet dich nur 10 Taler. Nimm das Zimmer im ersten Stock. Alles klar, Chefchen. Im ersten Stock, denke ich mal das hier, ne? Oh nein, super. Alles klar. Alles klärchen, Papierchen. So, weiter geht's. Und runter. So. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zur Vogelwelt, damit ich es nicht vergesse. Den muss ich natürlich auch finden. Ich muss erstmal die Vogelwelt finden. Das finde ich noch ganz leicht. Moment. Ach ja. Colorado. Wuhu, wuhu. So, ja. Gründe kaum geilbert. Ist das die Vogelwelt? War das die? Ja, das war die. Das war die Vogelwelt. So, zeig ich. Hoch, hoch mit dir. Hoch, hoch mit dir. Yeah. Zack, zack. Oh, Tieflieger. So. So, weiter hoch. Stimmt, ich kann hier nicht mehr mit den Tieren reden. Ist mir leider nicht mehr vergönnt. Aber ich kann immer noch fliegen, witzigerweise. Ich muss sie nur ansprechen und die fliegen mich dahin, aber das. Ah, seht ihr. Oh, ihr habt einen Kristall. Super. Runter geht's. Akkum. Oh, jetzt muss ich erstmal den Weg wiederfinden. Weiter geht's. Weiter geht's. Runter geht's. Oh. Runterkrabbeln, eher. So, damit habe ich alles erledigt. Jetzt könnte ich theoretisch zu Beruga gehen. Was heißt theoretisch? Jetzt gehe ich auch zu Beruga. Berugas Labor. Und ich hoffe, jetzt kriege ich es auch hin. Ich bin jetzt gut gewappnet. Gut lange trainiert.
Genau. Zack. 5 Parts? 2 Parts, ne? 2,5 Stunden. Ja, 2,5 ungefähr. Ja, doch, 2,5. Ja, ich hab's überlegt gerade, ob ich nicht irgendwas falsch gerechnet habe. Doch, das waren ungefähr 5 Parts. Also ich habe auf die Uhr geschaut, es kann sein, dass ich mich auch geirrt habe. Aber ich bin der Meinung, das waren 5 Parts. Theoretisch hättet ihr so lange warten müssen, bis ich so weit trainiert habe. Ja. Alles klärchen. Da geht's wieder zurück. Wünscht mir Glück, Leute. Wünscht mir Glück. Ich kann euch zeigen, auch wo ich trainiert habe. Zack. Oder? Das dauert so lang. Alles dauert immer so lang. Nicht in der Etage. Boah, ich hasse Wartereien. Ne, noch ein Roller, Alter. Komm schneller. Dass das nicht schneller geht, ist auch unfassbar, ne? Ja, ich kann euch das zeigen. Welche ich meine. Da kann man tatsächlich gut trainieren. Ist jetzt nicht so, dass es jetzt, keine Ahnung, total nach hinten losgeht. Das wollen wir ja auch nicht, ne? Aber guckt euch mal das an. Wo sind, da sind die. Ja, jetzt sind hier kein Problem mehr. Aber so habe ich es immer gemacht. Immer hin und her. Und da das die stärkste Anlaufstelle ist, meines Erachtens, guck mal, wie viel Geld ich kriege. Zack. Na, komm. Zack. Und so habe ich es immer und immer wieder gemacht. Und dann dauert es auch tatsächlich jetzt nicht so Ewigkeiten. Naja, nichtsdestotrotz, wir wollen ja jetzt uns nicht hierbei aufhalten. Wir wollen ja weiter, oder? Jetzt trinke ich noch einen Schluck. Und dann geht's ab. Super. Wasser, kostbares Nass. Alles klar. Cool. Leute, ich bin bereit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich bereit. Definitiv bin ich jetzt einige stärker. Wunderknolle. Ja, die Wunderknolle nehme ich auf jeden Fall. Nein, ausgerüstet. Obwohl er schwachsinnig ist. Aber gut. So. Jetzt geht's los. Ich bin ein bisschen leicht nervös, aber gut. Aber ich meine, es ist ein Rollenspiel. Und wenn es wirklich nicht geht und man nicht live so normal trainiert, ohne den Spielfluss zu stören, ist für mich schwachsinnig. Angriffsmodus aktiviert. Alles klar. Ja, komm schon. Alles klar, komm. Nee. Ah! Ah, Nachbrenner angezündet. So, jetzt müsste es... Oh. Ah, Jacke. So, habe ich es fast bald geschafft. Ah, der zieht mir fast gar nichts mehr ab. Okay, cool. Ja, nein! Oh, jetzt muss ich mich erstmal wieder hier... Ja. Ja, komm. Aha. Ja, komm. So. Ah. So, Beine. Noch nicht fertig. Ein Trick folgt noch. So. Ah,
Minis. So. Und so. Die letzte Attacke in die zerrissen. Und... Habe ich es geschafft? Ah, es geht weiter. Leute! Huhu, geschafft. Naja. Oh, Zombies! Noch mehr Zombies. Aber ich hab's geschafft. Okay, cool. Ich hab's geschafft. Das war jetzt wohl nicht jetzt irgendwie sonderlich krass. Aber immerhin. Alles klar. Coole Sache. Coole Sache. Alles klar, cool. Dann geht's weiter. Hier sind noch ein paar Zombies. Kurz sehen einer an. Zombies, überall Zombies. Dieser Vision Shuffle ist doch wahnsinnig. Noch mit Zombies. In Gläsern, in hier, in diesen Bottichen. Weiter geht's, weiter geht's. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Bevor ich den... Ach ja, der hat sich ja selbst einge... Ich weiß nicht, wer du bist, doch danke, dass du mich geweckt hast. Ich bin Veruga. Wie du siehst, bin ich Wissenschaftler. Die Welt starb, ich fiel in einem tiefen Schlaf. Ja, bis zur Auferstehung der Menschheit. Folge mir, ich will dir etwas zeigen. Nö. Will ich das sehen? Teleporter bringt mir nichts hier. Bringt mir nichts. Das ist Veruga, Leute, gewesen. War ja sehr kurz alles, aber gut. Und der Boss war ja jetzt auch kurz, wenn man überlegt, wie langsam ich vorher war. Aber ich werde euch jetzt definitiv gebe ich ein Siegel drauf. Ihr werdet nicht mehr solche Offscreen-Trainings-Session miterleben. Das eher unwahrscheinlich. So. Ich schuf dieses Leben. Sie sind nicht, sind sie nicht wundervoll? Damit können die Menschen ewig leben. Keine Angst mehr vor dem Tod. Sprich mit dem Zombie im Nährstoffbad. Mit dem? Der Zombie? Er schaut mich an. Hey, dieser Zombie sieht unglaublich traurig aus. Ist doch klasse, den Tyrannen Tod zu überleben, oder? Wenn der Tod verschwindet, wird die Erde bald überqueren. Natürlich habe ich das vorher einkalkuliert. Unwichtige werden sterben. Nur die wichtigen Menschen überleben. Wie bitte? Hey, du scheinst so heiß gebadet zu haben. Doch komm mir besser nicht zu nah. Kennst du die drei Gesetze der Roboter? Roboter dürfen Menschen nicht angreifen. Roboter müssen Menschen beschützen. Danach erst dürfen die Roboter sich selbst schützen. Doch für meine Roboter gibt es ein Gebot, das über allen steht. Wer mir an den Kragen will, wird sofort ohne Gnade eliminiert. Mein Reich wird bald aus der Unterwelt emporsteigen. Mein Reich ist die Welt. Hier liegt die ganze Wahrheit des Universums. Lass uns Zeuge der Wendung zur Welt sein. Boah. Was passiert jetzt? Oh, alles, was ich aufgebaut habe. Alles, was ich aufgebaut habe, wird zu... Menschen digitieren zu... Nichts. Boah, ganz Japan verschwindet. Nein, nicht Japan. Menschen digitieren zu Luft. Verschwinden, verschwinden, verschwinden. Alle, alle. Warum habe ich ihn überhaupt befreit? Befreit. Jetzt geht's wieder los hier. Was habe ich nur angerichtet?
Ehre. Du hast der Welt bislang gute Dienste erwiesen. Nun wird Beruga aus der Welt ein Paradies machen. Deine Aufgabe ist erfüllt. Halte ein für immer. So, nun werde ich sterben. Ich frage mich, wofür ich all die Jahre kämpfte. Erschuf ich die Welt, um sie Beruga zu überlassen? War das meine Bestimmung? Ich will nicht sterben, ohne zu wissen. Ja, er spitzt sich zu, Leute. Er spitzt sich zu, tatsächlich. Halte durch, Kero. Du darfst hier nicht sterben. Du stehst außerhalb des Rings des Schicksals. Du kannst es ändern. Diese Welt braucht dich. Ich werde dich zu mir holen. Halte durch, mein Freund. Oh, guck mal, wo ich wieder bin. Oh, endlich, du bist wach. Lord Kumari kam mit dir an. Du warst schwer verletzt. Der Schattenstern wurde wiedergeboren, wie du sicher weißt. Ohne Mühe radierte er eine ganze Stadt aus. Kero, du kannst Lord Kumari nach dem Weg fragen, bevor die Dunkelheit uns alle verschlingt. Alles klar. Ich gehe zu Lord Kumari. Ja, was haben wir da wohl gelernt und gesehen, ne? Alles klar, ist noch alles beim gleichen Alten geblieben. Ja, es war alles viel zu viel Input. Schnell so gelevelt quasi für euch war schnell, von einem zum anderen Part. Für mich eine halbe Ewigkeit. Und was war noch? Genau, Boss war ja mal nichts mehr. Aber das ist, ich verspreche es euch definitiv hoch und heilig, es ist das allerletzte Mal gewesen. Also mehr wird es definitiv nicht mehr geben. So. Jetzt geht's nach unten. So. 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 War doch richtig. Zack. Hey, Kero, schön, dass es dir gut geht. Hast du ihn getroffen? Den Mann, den sie Beruga nennen? Er offenbarte uns den Schattenstern und schuf Zwietracht. Das Chaos hinterließ Menschen, die den Tod überlebten. Aber in Lhasa gibt es eine alte Sage. Man muss die Mondsteine zum Grab bringen, um das Kind zu rufen. Mayo ist weit gereist, um festzustellen, ob die Sage wahr ist. Pisma. Doch noch hat er keine Antwort auf seine Frage erhalten. Der schützende Ring des Schicksals ist zerbrochen. Nun hast du die Gabe, Schicksal zu bestimmen. Suche nach dem Mondstein und bringe sie zu dem Grab. Es gibt nur einen Weg, den Ring des Schicksals wieder zu schließen. Alles klar. Das war mal jetzt auch mal was Lehrreiches. Cool. Die Mondsteine müssten 4 sein. Glaube ich, ja, 4. Denke ich mal, 4 waren das. Oh, ist das lange her. Wo bin ich denn, um Gottes Willen? Oh, jetzt muss ich erstmal wieder hier rauskommen. Ha! Super. Jetzt bin ich in Lhasa und gewesen. Der kleine Affe hier. So. Arabien. Irgendwo brauche ich eine Yacht. Ich muss nach Seeheim. Nachdem ich das erledigt habe, geht es jetzt nach Seeheim, um das, den Rest zu erledigen. Dann suchen wir die Mondsteine. 4 müssten es eigentlich sein. 4. Denke ich. Ach, mal wird sehen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich mache ich mir einfach viel zu viele Sorgen und in Wahrheit ist das mal gar nichts.
Safari. Oh, jetzt muss ich erstmal wieder hier zurückkommen. Obwohl, warte mal. Ich kann es ganz einfach machen. Vögelchen. Chip, chip. Zwitscher, fiep, fiep. Zwitscher, fiep. Zwitscher, fiep. Cool. Ich nutze mal den Vogelexpress. Kann mich zwar nicht mehr mit Hunden unterhalten, aber es passt schon. Ich empfehle euch tatsächlich, wie ihr ja gesehen habt, ist jetzt echt übertrieben mit Level 34. Ist tatsächlich übertrieben. Aber ich empfehle euch, wenn ihr gegen Beruga antretet, empfehle ich euch auf jeden Fall Level 30. Um wenig Stress, um wirklich Stress zu vermeiden und damit ihr wirklich auch gewappnet seid, weil ihr braucht ein wirklich hohes Level. Ich sag euch, ihr braucht ein hohes Level in dem einen Punkt, und zwar beim letzten Boss. Weil wenn ihr das nicht habt, wird das wirklich, es wird euch so die Nerven rauben. Ihr habt dann keinen Bock mehr auf gar nichts mehr und oh, es wird euch wirklich, also ich hab wirklich keine Ahnung, wie oft ich da gestorben bin damals. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ist es halt so, ihr müsst es. Also ihr müsst definitiv gut trainieren. Ohne Training geht's nicht. Ehrlich nicht. Level 34 ist jetzt... Oh. Oh. Seeheim ist weg. Jürgens Imbiss hat Feuer gefangen. Der Wind ließ die Flammen lodern. Auf diese Weise ist die gesamte Stadt abgebrannt. Reist du mir her, richtig? Ziehst du Städte? Tust du mir einen Gefallen? Na klar. Klar, worum geht es? Großartig. Wie du siehst, ist die Stadt in einem schrecklichen Zustand. Leider sind wir nicht sehr wohlhabend. Deshalb meine Bitte. Hier sind 9 Briefe. Gib sie bitte weiter. In den Briefen bitte ich um Geld für den Wiederaufbau der Stadt. Ich hoffe auf die Großherzigkeit und den Edelmut der Leute. Yeah! 9 Seeheimbriefe. Die muss ich nämlich abgeben. Jupp. Die Briefe sind sehr entlösend, ich zähle auf dich. Alles klar, wenn ich jetzt nochmal rausgehe... Ich weiß nicht, ob das geht. Ich weiß es nicht. Ich weiß, auf jeden Fall muss ich... Ja, alles zerstört. Die Briefe sind sehr entlösend, ja, ja. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, ich bleibe. Meine Ernte. Oh... Die Vergangenheit ist unwichtig. Was zählt, ist die Zukunft. Oh, das Liebesbild. Ey, yo, hallo, hallo. Oh, was ist das? Unglaublich. Tja, jetzt könnt ihr nicht mehr Geschlechtsverkehr machen, ne? So, was sagt die? Oh, wegen des Brandes sind viele Menschen in andere Städte gezogen. Sie heimelt bald zur Geisterstadt, wenn nichts unternommen wird. Schutt und Asche. Und das nur, weil ich ein neues Rezept ausprobierte. Feuergulasch. Ja, schäm dich. Durch dein Feuergulasch ist alles zerstört. Was machst du nun? So. Alles zerstört. Ist das traurig, ja? So, jetzt kommt der nächste Punkt. Und zwar... war das noch? Genau. Und jetzt fahre ich nach Tokio. Fliege ich nach Tokio, genau. Nein, 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 nicht nach Tokio. Oh. Ich kann da nicht hinfliegen. Ah. Ich muss definitiv landen und ich muss definitiv, ja, definitiv muss ich mit dem Schiff fahren. Erstmal nach Neo-Tokio. Ach, Leute, ich sehe gerade, Pan ist schon wieder vorbei. Tja, was soll ich sagen? Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt.
bitte habt echt Verständnis, dass ich im Hintergrund trainiert habe. Ich habe echt keine Lust, 5, 6 Parts, dass ihr mir beim Training zuseht. Und immer wieder, ich wiederhole, das, was ich euch heute in diesem Part gezeigt habe, ist wirklich so. Da hättet ihr nicht mehr gesehen. Ihr hättet die Würfe gesehen, tot, wieder raus, nochmal tot, wieder raus. Und ich glaube, das liegt mir echt nicht in eurem Ermessen. Drum verzeiht mir wirklich, es ist wirklich das letzte Mal jetzt gewesen. Ich denke mal nicht mehr, dass ich jetzt großartig viel trainieren brauche. Ich werde noch 1, 2 Stellen vielleicht noch nehmen. Wenn ich wirklich im allerletzten Abschnitt, im letzten Viertel, das sind ja 4 Kapitel insgesamt, im letzten Viertel bin, dann nämlich werde ich das große Finale einläuten. Aber bis dahin, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns dann wieder in Part 39 schon dann. Bis dahin. Hulere!